Pünktchen Town ist ein politisches Planspiel, in dem Schüler Kommunalpolitik näher gebracht wird. Die Motivation war, dass wir schon mal ein Planspiel hier gehabt haben, dass wir da wohl sehr gute Erfahrungen gemacht haben und ich auch den Eindruck hatte, dass es den Kindern und Jugendlichen unheimlich viel Freude gemacht hat. Dadurch kriegt man eine ganz andere Vorstellung von Politik. Ich finde es total super, dass man praxisnah in diesen Bereich Kommunalpolitik eingeführt werden kann. Eben dadurch schon allein, dass ich diese interessanten Anträge mal sehe, dass man mal sieht, wie denken unsere Jugendlichen über Politik. Das ist schon sehr interessant, das ist eine große Erfahrung. Ja, die Offenheit mit den Schülern dort zu sitzen und wie sie dann diskutieren, wie sie dort ihre Anträge formulieren wollen und eben schauen, dass sie möglichst viele Anträge dann nachher auch durchbekommen. Wir möchten verbessern, dass hier mehr Spielplätze gebaut wird, also eher, dass die Ausstattung der Spielplätze verbessert wird. Ich möchte jetzt auch noch verbessern, dass an der Weser Mülleimer angeschafft werden. Und, unsere Idee aus der Politik ist ja auch immer, nicht alle Anträge, ihr habt ja eine große Anzahl, aber vielleicht ein oder zwei Anträge auch tatsächlich in die reale Politik mit Anträgen umzusetzen, damit ihr auch seht, das hat sich gelohnt, die Woche sich einzusetzen und ihr habt sogar einen Erfolg. In dem politischen Bereich ist doch in relativ traditionellen Bahnen manchmal und hier kommen Ideen, auf die wir als gestanden, hätte ich fast gesagt, Politiker vielleicht gar nicht so kommen und wir wissen auch manchmal nicht so genau, was die Jugendlichen bewegt. Und diese Hemmschwelle zwischen den Schülern oder Jugendlichen zu den Kommunalpolitikern auch mal ein bisschen abbauen möchte, dass man da auch ein bisschen die Nähe findet. Am besten gefällt mir, dass man halt mit der Gruppe gut arbeiten kann und auch mit den anderen sich austauschen kann. Mir gefällt es, dass wir teilweise sehr frei arbeiten können und dass uns nicht genau vorgeschrieben wird, was wir machen müssen. Es ist halt schon wichtig, Politik zu machen, weil in der Schule, wir machen auch Politik, aber halt nicht so viel wie was wir jetzt hier machen, was wir jetzt hier erreichen. Wichtig ist für mich, Jugendliche an die Arbeiten der Räte heranzuführen, für die Politik zu begeistern. Dafür habe ich gesagt, dann stelle ich mich für diesen Tag zur Verfügung, um meinen Beitrag zu bringen, damit man die Politik ein bisschen interessanter findet. Und ich war eben in dem kleinen Ausschuss da und das hat mir sehr gut gefallen. Einfach auch mal unter jungen Menschen zu sein und gewisse Dinge zu beraten und auch Meinungen von jungen Leuten zu hören, und zwar direkt zu hören, das finde ich ganz wichtig und das kann ich hier. Die Argumente, mit denen das vorgetragen wird und ich hatte das, was ich da gelesen habe und gesehen habe, fand ich sehr vernünftig. Ich erwarte schon, dass Sie ein bisschen gelernt haben, wie man zu Entscheidungen kommt, was für ein langer Weg das auch ist, wenn man sich mit anderen abstimmen muss. Also insgesamt ist es ja gut, dass sich die Jugendlichen Gedanken gemacht haben, gerade für Hessisch-Oldendorf, wie es hier weitergehen soll. Die Stadt als Ganzes muss uns am Herzen liegen. Fasziniert. Ich hatte das letztes Mal ja nur als Theorie kennengelernt, war jetzt zum ersten Mal live dabei. Also es kommt der Realität schon sehr, sehr nah.